Hattet ihr auch schon mal das Gefühl, dass euch eure Würfel verarschen oder vielleicht gar nicht so funktionieren, wie sie sollten? Damit liegt ihr wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Würfel sind mittlerweile ein absolutes Massenprodukt. Es gibt sie in jeder Form, in jeder Größe, in jeder Farbe, mit verschiedenen Augenzahlen, mit 6 Seiten, mit 8, mit 12, mit 20, also alles, was ihr so wollt und braucht. Einsatzgebiete sind auch sehr vielseitig, sei es von Würfelspielen, Gesellschaftsspielen, Tabletop-Spielen wie Warhammer, Casino. Heute möchten wir uns primär mit dem sechsseitigen Würfel beschäftigen, dem W6 oder D6. Was ist nun der Anspruch an unsere Würfel? Unser Anspruch ist, dass die Wahrscheinlichkeit für jede Augenzahl absolut gleich ist. Sprich, es ist genauso wahrscheinlich, eine 6 zu würfeln wie eine 1 zu würfeln. Bei einem sechsseitigen Würfel bedeutet das für jede Seite ein Sechstel Wahrscheinlichkeit, also 16,67%, wenn man so will. Aber dem ist nicht immer so, zumindest nicht bei jedem Würfel. Wie kann das passieren? Nun, ich habe längere Zeit mit diesen Würfeln gespielt. Die kennt man vielleicht oder ihr kennt sie ganz bestimmt. Die sind natürlich auch sehr praktisch, also man bekommt sehr viele für wenig Geld. So eine Box kostet vielleicht 15, 12, 15 Euro, ich weiß nicht ganz genau. Es hat den Vorteil, man bekommt viele Würfel, die sind klein, durch die Box auch sehr transportabel, aber das Würfelergebnis ist nicht verlässlich zufällig. Wie bin ich nun darauf gekommen, dass diese Würfel nicht absolut zufällig würfeln? Ich hatte diese Würfel jetzt schon länger im Einsatz und hatte immer das Gefühl, mit denen stimmt irgendwas nicht. Ich würfel immer so schlecht. Ist es Würfelpech oder liegt es an den Würfeln selbst? Das wollte ich nun herausfinden. Eine Möglichkeit ist, jeden dieser Würfel an die 10.000 Mal zu würfeln, sich die Würfelergebnisse zu notieren und dann die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. So viel Muße hatte ich nicht. Was man stattdessen machen kann, ist Folgendes. Also, was könnt ihr machen, um herauszufinden, ob eure Würfel auch wirklich fair würfeln? Sprich, jede Augenzahl dieselbe Wahrscheinlichkeit hat, gewürfelt zu werden. Also entweder ihr nehmt jeden Würfel her und würfelt ihn 10.000 Mal, schreibt euch auf, wie oft jede Seite gewürfelt wurde und rechnet eine Wahrscheinlichkeit aus. Das ist natürlich extrem müßig, das will keiner machen. Was man stattdessen machen kann, ihr nehmt euch ein Gefäß, wie zum Beispiel sowas hier, dann füllt ihr das mit Wasser und löst darin Salz. Jede Menge Salz. Das sorgt dafür, dass wenn ihr einen Würfel auf die Wasseroberfläche aufsetzt, der sehr langsam absinkt auf den Boden und dadurch Zeit hat, dass sich die leichteste Seite nach oben dreht. Sprich, wenn ihr zum Beispiel hier einen Lufteinschluss im Würfel habt, dass diese Luftblase im Wasser Zeit hat, sich umzudrehen, dann nach oben zeigt und auf den Boden sinkt. Und das könnt ihr mit jedem Würfel so 30 Mal machen. Das heißt, ihr spart euch jede Menge Würfeln und schaut dann, was die häufigste Seite ist. Also mit diesem Verfahren sieht man schon sehr eindeutig, zu welcher Seite der Würfel neigt. Und es ist auch wiederholbar, es ist reproduzierbar und ihr spart euch halt das massive Würfeln. Bei diesen kleinen Würfeln habe ich das gemacht, exemplarisch mit jeweils, ich glaube, 30 Würfel, 20 oder 30 Würfel. Das Ergebnis dieses Würfeltests war nun, dass diese kleinen Würfel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, kleine Augenzahlen zu würfeln. Also in meinem Fall war es um die 30% für die 1, etwas weniger für die 2, etwas weniger für die 3. Ich glaube, dann kam die Wahrscheinlichkeit, eine 5 zu würfeln und die 6 war dann mit so um 9, 10% dabei. Um zu verstehen, wie so ein Würfel jetzt unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Augenzahlen produziert, müssen wir uns anschauen, wie er hergestellt wird. Nun, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass diese Würfel, weil sie in so großen Stückzahlen hergestellt werden, auch gegossen werden, genauso wie Miniaturen. Also
sich auch in so einem Gussrahmen befinden, weil man so recht viele Würfel in kurzer Zeit mit einem einfachen Verfahren herstellen kann. Diese Würfel müssen dann natürlich auch von diesem Gussrahmen gelöst werden. Also ihr zu Hause mit euren Miniaturen klippt die Teile wahrscheinlich einfach ab. Ich mache das jetzt mal exemplarisch für einen Teil. Nun habt ihr jetzt so ein Miniaturenbit, was jetzt mal in dem Fall für unseren Würfel steht. Und was ihr dort habt, ist an dem Teil, wo der Gussrahmen dran war, also dieser Gussgrat. Ein bisschen könnt ihr es sehen, ihr wisst aber definitiv, was ich meine. Nach Entfernen des Würfels aus dem Gussrahmen gibt es halt auch so einen Gussgrat. Und mit euren Miniaturen würdet ihr das jetzt, würdet ihr den Gussgrat jetzt begradigen, irgendwie entfernen oder vielleicht glatt feilen. Das kann man alles machen. Bei den Würfeln in diesen großen Stückzahlen wird das natürlich nicht gemacht. Um diese Gussgrate an den Würfeln nun zu bereinigen und auch irgendwelche anderen Fehlgüsse, gerade in den Ecken, wenn die Ecken nicht ganz ausgegossen wurden, um die zu bereinigen, werden diese Würfel in eine Art Waschmaschine geworfen, zu Millionen Stück. Und da befindet sich eine Lösung drin mit einer Art Sand. Und dort werden die dann so gereinigt. Die Würfel reiben mit diesem Sand aneinander und schleifen dadurch die Gussgrate und die falsch oder fehlgegossenen Ecken ab. Und dadurch entsteht der Würfel, wie wir ihn so kennen, auch hier mit diesen runden Ecken. Was nun bei diesem Vorgang alles schief gehen kann. Also zuerst mal kann beim Guss minderwertiges Material verwendet werden, vielleicht nicht ganz flüssiges Plastik. Vielleicht ist es ein bisschen granulös und es gibt Lufteinschlüsse. Das kann natürlich den Wurf beeinflussen, wenn sich jetzt zum Beispiel unter der 1 eine kleine Luftblase befindet, ist der Würfel auf dieser Seite ein bisschen leichter, sodass es ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass die 1 nach oben zeigt. Das zweite ist nun, dass die Ränder oder die Flächen nicht ganz gleichmäßig abgeschliffen werden. Und es kann natürlich sein, dass die Ecken, wo sich die Seite der 1 befindet, ein bisschen mehr abgeschliffen wurden als die Ecken der Seite, wo sich die 6 befindet. Oder dass nur eine der 4 Seiten etwas mehr abgeschliffen wurde. Natürlich sieht man das jetzt mit bloßem Auge nicht immer. Bei manchen Würfeln kann man es schon erkennen, hier jetzt nicht. Aber im Endeffekt, wenn man nach dem Gesetz der großen Zahlen würfelt und 10.000 Mal würfelt, wird das eine Auswirkung auf das Würfelergebnis haben. Und das dritte ist, je kleiner der Würfel ist, desto größer ist natürlich das Verhältnis oder kann das Verhältnis der abgeschliffenen Seiten zur Aufliegefläche sein. Nicht nur, dass der Würfel sich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit um eine bestimmte Kante rollt, weil diese mehr abgeschliffen ist als die anderen, sondern auch, dass die Fläche der Augenseite oder eine bestimmte Fläche der Augenseite dadurch kleiner wird. So, wie kann man dem vorbeugen? Welche Würfel sollte man nehmen, um eine gleichmäßige Verteilung der Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Augenseiten zu haben? Also das hier ist das Schlechteste, was ihr nehmen könnt, weil die Würfel sind klein. Das heißt, das Verhältnis vom Schliff zur Fläche ist nicht sehr gut. Der Würfel ist intransparent, das heißt, ihr seht nicht, ob Lufteinschlüsse da sind. Und letztendlich der Abschliff ist sehr groß. Die zweitbeste Wahl, würde ich behaupten, ist so ein Würfel, so ein Gesellschaftsspiel- oder Brettspielwürfel, wie man ihn vielleicht von Kniffel kennt. Also der Schliff am Rand ist zwar ähnlich groß, also es sind eher runde Würfel, aber das Verhältnis vom Schliff zur Aufliegefläche ist hier nicht so groß wie bei dem kleinen Würfel. Also ist das schon mal eine bessere Wahl, aber auch bei weitem noch nicht perfekt. Das nächstbessere ist ein Würfel, der ist jetzt ein bisschen kleiner, ist ein transparenter Würfel. Denn dort könnt ihr auch sehen, dass oder ob es Lufteinschlüsse gibt. Und wenn ihr das nicht seht, könnt ihr den Würfel verwenden. Und wenn jetzt bei 12 Würfeln einer dabei ist, der so eine Luftblase drin hat, dann legt ihr ihn einfach aus. Und hier kann man auch sehen, ich weiß nicht, ob das in der Kamera so gut sichtbar ist, dass der Schliff am Rand nicht so extrem ausgeprägt ist wie bei dem Würfel. Ich habe hier einen, der auf einer Seite eine Luftblase hat. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es schimmert so ein bisschen. Oder hier auf der 1 sieht man es vielleicht gut.
über der 1 ist so eine helle Stelle, das ist ein Lufteinschluss. Die Auswirkung wird jetzt nicht so groß sein, vielleicht bei 10.000, 100.000 Würfen. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, sortiert so einen Würfel einfach aus und nehmt die, bei denen ihr seht, alles ist klar. Genau. Und das Nonplusultra unter den Würfeln sind sogenannte Casino-Würfel. So einen haben wir hier. Denn dort ist der Anspruch maximal, dass die Wahrscheinlichkeit für jede Augenzahl gleich ist. So ein Casino-Würfel wird etwas anders hergestellt. Wie ihr seht, gibt es gar keinen Abschliff an den Kanten. Das sind ganz spitze Kanten, sodass sich die Seitengröße auch nicht unterscheiden kann durch einen unterschiedlichen Abschliff. Die sind immer transparent, damit man Lufteinschlüsse erkennen kann. Und die Augenzahlen, die bei einem herkömmlichen Würfel vertieft liegen, also ausgebohrt wurden, wurden hier wieder mit einer anderen, ich denke mal, Plastikmasse ausgefüllt, um kein unterschiedliches Gewicht an den Würfelseiten zu haben. Also hier die Seite der 1 ist wahrscheinlich etwas schwerer als die Seite der 6, weil hier nur ein Loch ist und hier sind 6 Löcher, das heißt, der Seite fehlt etwas mehr Masse. Also so ein Würfel wäre das Nonplusultra. Die haben natürlich den Nachteil, die sind recht groß. Als zweite Wahl würde ich so einen Würfel hier empfehlen. Hauptsache transparent, kein großer Abschliff an den Kanten und so groß wie möglich. Vorteile sind bei diesen Würfeln der Preis. Diese Würfel sind ziemlich teuer. 5 Stück bekommt man vielleicht für 12, 15, 18 Euro, je nachdem wie viel Glück man hat. Das finde ich schon erheblich teuer, vor allem wenn man 20 Würfel oder mehr braucht. Also würde ich als idealen Mittelweg solche Würfel wählen. Genau diesen Würfel gab es im Dark Imperium Starter Set von Games Workshop von Warhammer 40k. Also diesen Würfel würde ich für das Hobby empfehlen oder so eine Art Würfel.